Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Parasitäre Elemente von realen Bauteilen. Wir schauen uns dazu an, welche Typen von parasitären Größen es gibt. Schauen uns Verluste an, schauen uns an, was bei Widerständen, bei Kondensatoren und bei Spulen alles noch zu den ursprünglichen Werten hinzukommt. Parasitäre Komponenten können reaktiv sein, das heißt also, sich wie Spulen oder Kondensatoren verhalten. Das ergibt üblicherweise ein unerwünschtes Frequenzverhalten, womöglich sogar irgendwelche Eigenresonanzen. Sie können resistiv sein, damit bekommen wir Verluste und möglicherweise auch Signaldämpfung. Wir haben in der vorletzten Serie kennengelernt die Güte von Resonanzkreisen. Die Güte können wir tatsächlich sogar für einzelne Bauteile definieren. Das heißt, die Güte einer Induktivität oder einer Kapazität ist ebenfalls definiert als Verhältnis des Blindwiderstandes zu einer Serienwiderstand, sofern wir hier einen Serienwiderstand haben. Bei Parallelschaltungen kehrt sich das um, das heißt, die Güte ist dann der Parallelwiderstand durch den Blindwiderstand dieser Komponente. Insbesondere bei Kondensatoren definiert man allerdings auch eine Größe, den sogenannten Verlustfaktor, Tangensdelta. Delta bezeichnet einen Verlustwinkel bei Kondensatoren und der Tangens davon, der ist das Verhältnis des Serienwiderstandes geteilt durch den Blindwiderstand dieser Komponente. Dieser Wert Tangensdelta ist für relativ weite Bereiche frequenzunabhängig und kann deswegen ein sehr gutes Maß dafür sein, wie verlustbehaftet eine Komponente ist. Der Zusammenhang zwischen der Güte und dem Tangensdelta ist, beide Größen sind invers proportional zueinander. Wenn wir Komponenten kombinieren, zum Beispiel um mit einem Resonanzkreis zu bauen oder sonst wie zusammenschalten, dann gilt, dass praktisch die Tangensdelta sich addieren oder die Güten sich praktisch parallel schalten. Das heißt, grundsätzlich eine Kombination von Komponenten führt dazu, dass die Gesamtgüte kleiner ist, also schlechter ist, als jede Güte der einzelnen Komponenten. Schauen wir uns nun an, welche parasitären Größen ein Widerstand hat. Und dort müssen wir vor allem die parasitäre Induktivität berücksichtigen, die gerade eben ins Bild geflogen kam. Sie ist üblicherweise in Serie zu dem Widerstand geschaltet und wir können so eine Faustformel nehmen, das heißt die Zuleitung, die da relevant ist, ergibt ungefähr 5 Mikrohenry pro Meter oder andersrum 1 Nanohenry pro Millimeter. Wenn Sie auf der Leiterplatte einige Zentimeter Distanz haben, so kann sich das schnell zusammenläppern. Und wenn Sie 10 Zentimeter Abstand haben, dann sind das immerhin schon 0,1 Mikrohenry, die eine solche Verbindung auf der Leiterplatte als Induktivität haben kann. Und das kann schon ganz schön Ärger bereiten unter Umständen. Vor allem dann, wenn eine solche Zuleitung vielleicht noch nicht einmal nötig ist, wie hier auf dem Bild, bei dem also eine Komponente relativ schlunzig extern hinzugefügt wurde. Und diese etwas längere Leitung, die hat tatsächlich konkret einfach bei der Schaltung Ärger gemacht, bis sie dann eben durch eine vernünftige Anbindung dann das Problem gelöst wurde. Aber Widerstände selber können auch Induktivitäten haben, denn gerade Leistungswiderstände sind oft einfach
auf einem Träger aufgewickelt, wie man das auf diesem Bild hier sieht, so spiralförmig. Und das gibt natürlich eine wunderbare Spule, die dann auch eine Induktivität beinhaltet. Was bedeutet das? Diese Induktivität, die kann einmal dafür sorgen, dass insgesamt der Scheinwiderstand dieses Widerstandes höher wird. Das heißt, wir haben weniger Strom für hohe Frequenzen. Es kann auch sein, dass Sie dann falsche Leistungsmessungen machen, denn wenn Sie die Spannung am der kompletten Bauteil messen, dann ist sie im Zweifelsfall höher als die Leistung an dem eigentlichen Widerstand. Kommen wir jetzt zu Kondensatoren. Es gibt verschiedene Bauformen von Kondensatoren. Die übliche ist eigentlich die des Plattenkondensators, die wir ja schon kennengelernt haben. Damit können wir also sehr viel beschreiben. Eine weitere Art, das ist ein Zylinderkondensator. Das bedeutet nicht, dass alle runden Kondensatoren automatisch Zylinderkondensatoren sind. Nein, meistens sind das aufgewickelte Plattenkondensatoren. Aber einen Zylinderkondensator finden Sie beispielsweise, wenn Sie ein Stück koaxiale Leitung nehmen, so ein Antennenkabel zum Beispiel. Dessen Kapazität lässt sich mit der Gleichung, die hier angegeben ist, für eine bestimmte Länge L berechnen. Und tatsächlich haben zwei Drähte, die nebeneinander verlaufen, zueinander ebenfalls eine gewisse Kapazität. Und die Gleichung dazu sehen Sie jetzt hier in der unteren Zeile abgebildet. Sie können ungefähr als Faustformel sagen, dass ungefähr 1 Meter Kabel etwa 0,1 bis 1 Nanofarad Kapazität zwischen diesen beiden Leitern hat. Und auch hier sehen Sie, wenn Sie nur eine 10 cm lange Leitung auf einer Leiterplatte haben, dann sind das durchaus schon mal schnell 100 Picofarad. Und auch 100 Picofarad können in einer Schaltung eine ganze Menge Unfug treiben. Wenn wir jetzt tatsächlich Kondensatoren uns anschauen, so können wir bei einem Kondensator zwei verschiedene parasitäre Größen feststellen. Wir fangen an mit der Serieninduktivität, auch die kam gerade wieder ins Bild geflogen. Die Ursachen für diese Induktivität liegen entweder im internen Aufbau von so einem Kondensator oder in der Zuleitung. Viele Kondensatoren, insbesondere Folienkondensatoren, wie er hier dargestellt, die sind so aufgewickelt, wobei man dazu sagen muss, dass der Strom nicht diese ganzen Wickel spiralförmig durchfließt, sondern diese Kondensatoren sind von links und rechts hier in diesem Bild kontaktiert, sodass der Strom also nicht durch diesen gesamten Wickel durchgeht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Was eben dann auch eine Rolle spielt, das ist die Baugröße und die externe Zuleitung. Das heißt, wenn der Strom dann also durch den Kondensator durchfließt, muss er erst einmal außenrum und dann durch den Kondensator durchfließen und spannt dann eine Fläche auf, die jetzt hier dargestellt ist. Und die wirkt dann als Induktivität und kann dann eben Unfug haben, Unfug machen dann. Weiterhin haben wir einen Serienwiderstand, der schon eingezeichnet ist. Der entsteht entweder durch die Zuleitung zum Kondensator, aber eben auch du möglicherweise durch dünne Elektroden. Auch da können wir uns wieder das Bild hier oben rechts mal genauer anschauen. Dieser Wickel, den wir hier sehen, das ist Kunststofffolie, die als Dielektrikum wirkt. Und auf der Ober- und Unterseite dieser Folie ist hauchdünn mit wenigen Nanometern leitfähiges Aluminium aufgedampft. Das ist so dünn, man kann da praktisch durchsehen. Man kann so eine Folie wunderbar nutzen, um Sonnenfinsternisse zu betrachten dann. So, und einfach dadurch, dass eben so viele Windungen sind, der Strom von der Seite kommt, wird dann unterm Strich gesehen die Elektrode schon etwas dicker. Nichtsdestotrotz hat sie dann durchaus, auch wenn der Strom von der Seite kommt, immer noch einen vergleichsweise hohen Widerstand. Hinzu kommen dann möglicherweise noch Verluste
die Elektrikum, die dann eben auch durch diesen Serienwiderstand beschrieben werden. Wozu führt das? Nun, wir haben hier Kurven vom Frequenzverlauf der Impedanz von Filmkondensatoren. Das Bild habe ich komplett 1:1, so wie es jetzt dargestellt ist, aus dem Datenblatt von der Firma EPCOS entnommen. Schauen wir uns mal einen Kondensator was genauer an, den von 1,0 Mikrofarad, der jetzt rot dargestellt ist. Und da sehen wir, dieser Kondensator hat eine Eigenresonanz, bei dem tatsächlich die Impedanz am niedrigsten ist. Und unterhalb dieser Eigenresonanz wirkt dieser Kondensator tatsächlich auch, wie ein Kondensator wirken soll. Aber oberhalb dieser Frequenz, da wirkt dieser Kondensator tatsächlich wie eine Induktivität. Wir bauen einen Kondensator ein, denken, das ist ein Kondensator, und schwuppdiwupp, was wir in der Schaltung haben, ist eine Induktivität bei diesen Frequenzen. Das kann natürlich sehr ärgerlich sein. Der geringste Widerstand, den sehen wir jetzt hier in der Resonanz. Wir erinnern uns, bei einem Serienresonanzkreis, um den es sich hier handelt, ist beim Resonanzpeak die Impedanz gleich dem Serienwiderstand im Resonanzkreis. Und das ist in unserem Fall der sogenannte ESR. Das steht für äquivalenter Serienwiderstand oder in Englisch Equivalent Series Resistance. Ja, was bedeutet das? Nehmen wir mal so einen Praxistipp hier, so ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt hier eine gestörte Versorgungsspannung, 5 Volt, da kommen irgendwelche Signale von anderen Schaltungsteilen rein und Sie wollen einen empfindlichen Mikrochip damit betreiben. Dann sehen Sie, wie das hier vielleicht auf der Leiterplatte angeschlossen ist. Und im Schaltplan ist dann dargestellt, dass eben zwischen dem Versorgungspin und dem Groundpin ein Stützkondensator, so nennt man das, oder Filterkondensator eingebaut wird. So 100 Nanofarad oder 10 Nanofarad keramisch. Ne? Und wenn Sie jetzt nicht drüber nachdenken, passiert es dann, dass Sie den eben, weil da gerade Platz ist, auf die Weise, wie jetzt hier dargestellt, eben auch hinter dem Chip sozusagen anbringen. Wenn man sich mal genauer anguckt, was das bedeutet, bedeutet das, wir haben in der Zuleitung zu dem Chip die beiden Kabelverbindungen, die wie Induktivitäten wirken. Dann haben wir den Chip, IC, dann kommen nochmal die Zuleitungen zu dem Kondensator und dann kommt der eigentliche Kondensator. Das heißt, dieser Kondensator hat jetzt eigentlich eine relativ hohe Impedanz, weil eben zusätzlich noch zu der inneren Induktivität, die im Datenblatt steht, noch die äußere hinzukommt. Und bei der Resonanz, bei der Betriebsfrequenz oder bei der Frequenz, die wir filtern wollen, wirkt er vielleicht schon gar nicht mehr als Kondensator. Wie machen wir es besser? Wir setzen den Kondensator praktisch in die Zuleitung rein, so wie es in dem unteren Bild dargestellt ist. Jetzt schauen wir uns nochmal die Verhältnisse an. Das heißt, jetzt sind die Leitungsinduktivitäten zu dem Kondensator, ja, und zum Mikrochip so, dass sie eher tatsächlich noch zusätzliche Filterwirkung haben und sozusagen entstörend wirken. Und diese Anordnung ist wesentlich günstiger. Das heißt, dadurch, dass Sie den Kondensator einfach anders anordnen, bekommt er eine andere Wirkung. Er wirkt nämlich praktisch wie ein guter Kurzschluss für hohe Frequenzen. Ja, mit einem Wort, die obere Schaltung zeigt, wie Sie es besser nicht machen. Gut, schauen wir uns nun Induktivitäten an. Eine reale Induktivität hat eine parallele Kapazität und einen Serienwiderstand. Fangen wir jetzt einmal mit der Kapazität an. Wo kommt die her? Ganz einfach, wenn wir so eine gewickelte Spule haben, dann haben wir zwischen den einzelnen Wicklungen von Draht zu Draht eine Kapazität.
Die sind zwar unterm Strich gesehen mehr oder weniger parallel, aber es läppert sich trotzdem. Wesentlich stärker noch wirkt die Kapazität zwischen zwei Lagen. Ganz einfach, weil nämlich zwischen den Lagen ein größerer Spannungsunterschied ist und damit wird die Kapazität wesentlich effektiver wirksam. Diese Wicklungskapazität von Spulen, das ist eine Größe, die jeden Designer ärgert und wo es also man viel Mühe drauf verwendet, um die eben möglichst, wie es irgendwie geht, zu minimieren. Die sorgt dafür, dass wir praktisch einen Parallelresonanzkreis haben. Und ähnlich wie beim Kondensator haben wir auch eine Eigenresonanz, aber diesmal eben mit einem Impedanzmaximum. Und auch hier gilt, dass die Spule unterhalb dieser Eigenresonanz wie eine Induktivität wirkt, also so wie gewollt. Und oberhalb wirkt sie tatsächlich wie ein Kondensator. Ja, das heißt, hier auch wieder, wir bauen eine Spule ein und erhalten für diese hohen Frequenzen einen Kondensator. Auch das ist ärgerlich. Der Widerstand, den wir jetzt haben, nun, der entsteht zum einen aus dem Kupfer, aus dem die Wicklung üblicherweise ist, aber es können noch weitere Parameter darin einfließen. Er beschreibt im Grunde alle Effekte, die tatsächlich Verluste erzeugen. Und dazu zählen zum Beispiel sogenannte Ummagnetisierungsverluste im Kern. Wir haben jetzt hier mal ein Beispiel. Das ist also ein ganz spezieller Trafo, der flach in der Leiterplatte integriert ist. Sie sehen hier oben auf dem Bild übereinander oder nebeneinander die einzelnen Lagen, die hinterher sozusagen übereinander gestapelt werden. Das resultiert auch aus einem Forschungsprojekt, an dem ich bei Philips beteiligt war. Und Sie sehen jetzt hier praktisch den Querschnitt von einer dieser Spulen. Und Sie sehen hier dargestellt, hier unten, das sind die einzelnen Leiterbahnen auf der Platine. Und das Ganze wird dann mit relativ dünnen Lagen von weichmagnetischem Verritt abgedeckt. Das ist hier dargestellt. Die roten Linien, die stellen praktisch die Magnetfeldlinien in dem Magnetfeld, im Magnetmaterial dar. Und wenn wir hier da es hier sich um Wechselmagnetfelder handelt, bedeutet das, dass in dem Material hier auch das Material immer ummagnetisiert wird. Es entstehen also Ummagnetisierungs- oder auch Hystereseverluste genannt oder auch vor allem Kernverluste genannt. Die hat man immer und die versucht man eben so gering wie möglich zu kriegen, indem man gutes Material verwendet. Ja. Des Weiteren hat man noch im Kupfermaterial selber sogenannte Wirbelstromverluste. Wenn wir also ein magnetisches Wechselfeld durch ein leitfähiges Material schicken, werden zusätzliche Ströme induziert und die kann man jetzt hier ja, mehr oder weniger gut sehen. Sie sehen jetzt hier insbesondere an den Rändern dieser einzelnen Leiterbahn, dort ist die Farbe anders, die Farbe ist gelb-rot. Das bedeutet, dass da an diesen Rändern dann vor allem eben solche Wirbelströme, auf Englisch Eddy Currents, fließen, die dann zusätzliche Verluste machen. Die sind auch noch frequenzabhängig. Das heißt, wenn wir also jetzt hier beispielsweise einen Transformator oder eine Spule aus einem massiven Draht machen, dann haben wir relativ bald solche Wirbelströme, die also zum einen aus dem sogenannten Skin-Effekt beruhen. Der beschreibt, wie praktisch im Leiter selber das Magnetfeld Ströme induziert und zu einer Stromverdrängung führt. Und es gibt den sogenannten Proximity-Effekt, der beschreibt, wie also Ströme von benachbarten Windungen sozusagen deren Magnetfeld wiederum Verluste in benachbarten Leitern induziert. Das ist der sogenannte Proximity-Effekt, ein erweiterter Skin-Effekt. Und beide führen eben dazu, dass ab einer bestimmten Frequenz der Widerstand einer Spule massiv ansteigt, so wie wir das hier sehen. Das kann man reduzieren, indem man sogenannten Litzdraht verwendet.
Also dieser Effekt der mit den Wirbelströmen und Proximity-Effekt, der wird umso stärker und umso bei niedrigeren Frequenzen, je größer der Drahtdurchmesser ist. Und wenn wir viele, viele kleine einzelne Drahtdurchmesser nehmen, die auch noch voneinander isoliert sind, dann erhalten wir also ein Verhalten wie die Rotokurve und wir können den Wechselstromwiderstand deutlich reduzieren. Bis zu einer bestimmten Frequenz, die ist auch wieder abhängig von der einzelnen Geometrie. Und es kommt vor, dass eben ein solcher Lichtstrahl bei sehr hohen Frequenzen dann schon wieder mehr Verluste macht als ein massiver Draht und dann lohnt sich das nicht mehr. Aber meistens ist bei Schaltnetzteilen dieser Bereich hier relevant, bei dem also ein Lichtstrahl zu einer Reduzierung der Verluste führt. Gut. Es gibt noch weitere Effekte. Ich hatte zum Beispiel einmal zu kämpfen auch mit Laufzeit und Welleneigenschaften. Hier ist zum Beispiel, sehen Sie, eine relativ große Spule von, ich glaube, 60 cm Durchmesser. Das sollte auch für ein System für kontaktlose Energieübertragung sein. Sehen Sie auch, in der Mitte liegt eine kleinere Spule, bei der jetzt hier das Magnetfeld der großen Spule praktisch die Spannung induziert, die dann die Lampen zum Leuchten bringt. So, warum erzähle ich das? Ganz einfach, das System sollte bei einer relativ hohen Frequenz von 1 oder 2 Megahertz laufen, wenn nicht gar noch mehr. Und der Umfang der großen Spule multipliziert dann praktisch mit der Anzahl der Windungen, 10 oder 12 oder so, führt dazu, dass insgesamt die Länge von dem Draht, die wir da gewickelt haben, schon so lang war, dass sie in die Größenordnung der Wellenlänge bei der entsprechenden Frequenz kam. Das heißt, wir hatten also zusätzlich zu den normalen Kapazitäten, Widerständen und so weiter, hatten wir hier Welleneigenschaftseffekte. Ja, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr, um das im Detail dann auszurechnen. Das war dann nicht mehr so ganz besonders gut handhabbar. Aber solche Effekte können unter Umständen bei tatsächlich größeren Bauteilen schnell auch mal eine Rolle spielen. Ja, fassen wir noch einmal in einer Übersicht zusammen, was ein ideales Bauteil wäre und mit was für parasitären zusätzlichen Komponenten wir in der Praxis dann leben müssen. Bei einem Widerstand müssen wir im Zweifelsfall mit einer zusätzlichen Zuleitungsinduktivität rechnen. Bei einem Kondensator ebenfalls mit einer Serieninduktivität und mit einem Serienwiderstand, dem sogenannten ESR, Equivalent Series Resistance. Bei der Induktivität haben wir üblicherweise eine zusätzliche Parallelkapazität von Windung zu Windung, Wicklung zu Wicklung und eben einen Serienwiderstand in Serie zu der Induktivität, der zumindest aus dem Kupferwiderstand der Wicklung resultiert und gegebenenfalls weitere Verlusteigenschaften beschreibt. Gut, damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.